Da ist die Zunge. Es wäre cool, wenn ich mich gerade selber hätte stehen sehen am anderen Fenster. Dann würde ich erst recht vermuten, dass ich selber die Zunge bin. Okay, was haben wir hier wieder? Blake. Jessica loves Blake. Jessica loves Blake. Das heißt, Jessica und Blake waren vielleicht zusammen. Und er hat ja aber später Lynn geheiratet, wie es aussieht. Gar nicht raus. Okay. Er hat später Lynn, glaube ich, heißt die Lynn? Ich bin am vergessen. Hat er geheiratet? Und er kam, glaube ich, schon, ne? Da kam er dann mit ihr zusammen, wahrscheinlich schon während der Schulzeit. Aber was genau mit Jessica Schlimmes passiert ist, das weiß ich. Also, die ist natürlich erhangen. Aber ich weiß jetzt nicht, wurde sie vergewaltigt? Ist da irgendwas anderes? Deswegen das Zungenmonster wirft hier natürlich Fragen auf. Schon. Ich komme noch von hier. Klamotten habe ich über die üblichen an. Klamotten sind die, die er auch in der echten Welt anhat. Ich weiß gar nicht. Ich nehme an, das hier ist nicht die echte Welt, obwohl wir in beiden Welten Batterien finden. Das Pissoir. Auf Männerklo wird wahrscheinlich eher nichts sein. Sie ist ja ins Frauenklo gegangen. Was auf der Hand liegt. Achte mal auf das Ding da oben, das Muttermal, und achte mal auf das Muttermal da oben. Vater und Sohn oder was? Und sein Kreuz scheint ein bisschen verrutscht zu sein und irgendwie auch umgedreht. Weiße Westen, aber schwarze Kragen, wie es ja so schön heißt. Okay, gleiches. Ist genau das gleiche Schulklo wie eben. Wahrscheinlich so ein Baustein. Da drüben ist unser Herr Jesus. Der ist unser Gast. Jessica, Jessica. Oh, eine Binde. Haben wir aber auch nicht. Jessica, 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 Jessica. Da passiert nix. Man kann ja mal lügen. Sowas wird in der Bibel ja nicht erklärt. Ah, okay. Auch mit so einem Muttermal. Auch mit so einem Muttermal. Warum haben die alle so ein Muttermal da oben?
Muttermal. 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 Sogar der hat ein kleines Muttermal. Alle haben so ein Muttermal oben. Alle haben ein Muttermal irgendwo hier so auf der Stirn. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Miracoli von Jesus. Why Jesus is real. Historical facts. Alles klar. Exploring Path of Joy. Ich höre schon. Ich höre jetzt schon wieder den joyous Unterton hier gerade. Au. Bart juckt. Entschuldigung. Meine Nase juckt noch mehr als sonst, weil ich jetzt überall irgendwie Hundehaare in der Nase habe. Hat er gerade der Raum resettet oder warum ist die Tür plötzlich zu gewesen? Labyrinth und wir werden verfolgt. Ist es das? Hör auf zu ruckeln. Das ist nicht meins. Das ist überhaupt nicht meins. Das ist überhaupt nicht meins. Oh, großartig. Hey, Kollege. Auf zu ruckeln. Fuck, jetzt sind hier überall Sackgassen und ich kann nicht mehr rennen, weil der Typ nur 2 Meter Ausdauer hat. Selbst ich kann länger rennen. Was ist denn mit dem Jungen? Vor allem, ganz ehrlich, unter Todesangst, weißt du? Unter Todesangst bist du nur fähig, 2 Meter zu rennen. Was für ein Lappen. Ja, sieht ja richtig gut aus. Boah. Das ist mein Traum. Gut, es müssen nicht alles Glaubensbücher sein, aber so, oh, geil, da so drin rumzuwühlen. Wenn das vernünftige Bücher werden. Ja, du weißt schon, was ich meine. Boah, geil. Oh, geile Schere. Als Kind gab es bei uns... Boah, ist das cool aus hier. Ich muss ganz kurz erzählen, als Kind gab es bei uns so Abholungen, ne, da wo ich gewohnt habe und so, Weststadtghetto, da gab es so riesige Container, nicht irgendwie diese Baustellenschuttcontainer, sondern viel, viel größer, wo quasi immer Altpapier abgeholt wurde. Und das war nicht nur Altpapier, irgendwie so alte Werbung oder sonst was, sondern da waren nicht nur Zeitungen drin, irgendwie so Zeitungen von gestern, bla bla bla, sowas. Das war immer für die ganzen riesigen Wohnblöcke, ne? Da gab's noch nicht diese Container, wie man die heute kennt, wo man einfach was reinwirft, Altpapier. Sondern es war sowas riesiges, begehbares, mit so doppelten Türen, wie so ein Frachtcontainer auf dem Schiff. So groß war das ungefähr. Und es war alles da drin. Unter anderem so viele Bücher, so viele Zeitschriften. Und als Kind bin ich in sowas rumgekrabbelt, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Einfach in sowas rumgekrabbelt und hab die ganzen Bücher angeguckt, die ganzen Zeitschriften und so weiter. Da waren noch Sachen dabei, die hätte ich gar nicht sehen dürfen in dem Alter, und zwar nicht wenig davon. Habe ich damals aber nicht kapiert. Entschuldigung, ich nehme mir gerade ein bisschen. Ich nehme gerade ein bisschen den Grusel raus. Aber es war wahnsinnig toll. Das hat einfach, ne, zu gucken, was es da alles so gibt und lalala und alles mal ein bisschen anzulesen und so weiter. Es war wahnsinnig toll. Gibt's heute nicht mehr. So, jedenfalls, Entschuldigung. Oh, ist das gruselig. Oh, Jessica. Dann wieder Hangman. Mal wieder Hangman.
Ich komme und ich lande wieder woanders. Ich weiß doch genau. Alter, wie wir schon geschändet wurden in diesem Spiel. Okay, wir haben hier einen Wagen. Ich weiß gar nicht, wohin kann man den denn ziehen, dass es rausgeht. Oh, da ist eine Tür. Wie er die immer halb aufmacht, wenn die abgeschlossen ist. Schön. Ah, da ist noch ein Verband. Okay, wir müssen auf jeden Fall darüber. Wahrscheinlich über die Tür. So, Block. Gerade vor mir so ein Gorilla. Oder in so einem Schimpansenkäfig. Nice. Was ist das hier für ein Ort? Gerade sicherer. Nicht schon wieder. Aua. Der kriecht auch nicht sehr schnell. Ich habe nicht gesehen, dass man da kriechen konnte. Ich wollte drüber springen und dann... Es sah aber sehr springig aus. Deswegen habe ich gedacht, naja, springst du da mal. So. Lächerlich. Achso, jetzt lächerlich. Also ganz ehrlich, ich bewege mich kurz, flupp. Und dann war ich so, schlapp, tot. Ciao. Jetzt muss das Zungenmonster die Tür erstmal aufmachen. Entschuldigung. Alter.
Was hab ich denn für Flitzkräfte? Yeah! Das hat sich einfach teleportiert. Also nochmal. Der Gospel von Kot, alles klar. Ciao, Junge. Mach's gut. Ich weiß aber nicht, wo ich sonst... Wo soll ich denn lang? Das Klo ist das einzige, was offen ist. Muss ich jetzt jede Tür Try and Error machen? Ja, ist ja gut. Jetzt ja, ciao. War ja Schlumpf. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich hab keine Ahnung. Ja, komm. Lass mal stecken, Junge. Der alte Herr Schlabbermann. Was ist los? Mr. Schlabber Schlabber. Da komme Mr. Bombastic. Very fantastic. Da komm ich auch nicht raus. Ich verstehe es nicht. Okay, ich mache eine Aufnahmepause. Ist mir gerade zu blöd, ehrlich gesagt. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Jetzt muss ich wirklich zwischen jedem Ladebildschirm immer so ein bisschen Trial and Error machen. Ich wollte eh schon längst eine Aufnahmepause machen. Die Tür haben wir. Wir haben alle Türen schon probiert. Es gibt nur die Badezimmertür und vielleicht diese hier. Die zu ist. Im Badezimmer. Ja. Hey, Baby. Let you go. I'll never let you go. Alles klar. Okay. So, jetzt die Aufnahmepause. Gut. Mr. Schlabber Schlabber, wann kommt er wieder? Mr. Schlabber Schlabber. Ah, alles klar.
Draußen ist so schön rosa, ist bestimmt Valentinstag. Und weil wir nichts zu verbergen haben, klettern wir aus dem Fenster. Und sind schon wieder zurück. Ach, das ist eine Minenbahn. Ich dachte, das wäre eine Seilbahn, vielleicht von so einem Urlaubsgebiet oder so. Wobei, ganz ehrlich, Urlaub würde ich ja auch nicht machen wollen. Und ich muss sagen, diese Heretics hier, die gehen mir echt auf den Sack. Die finde ich nicht so gut. So. Die sind relativ nervig. Hä? Da ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Auf jeden Fall kann ich hier hoch. Macht zum Glück keinen Lärm. Macht zum Glück keinen Lärm. Sehr sneaky. Oh nein. Na komm schon, robb dich hoch! Ja, sehr gut! Oh, gut reagiert! Sehr guter Mann! Na endlich! Da können die ja bummern, wie sie wollen. Da kommen die noch niemals raus, also ganz ehrlich. Habe ich noch was zum Draufschieben, damit sie die Schnauze halten? Ich stelle mich selber drauf, können die machen, was sie wollen. Das ist eine Tür, da kommen wir mal nicht durch. Oh, bitte nicht mehr. Okay, die Heretics sind ein bisschen nervig. Coming. What? Ach so. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt rennt er nicht mehr, weil er wieder nicht mehr kann. Hey Junge. Hey, wie geht's? Alles klar. Das war ja wichtig, nochmal eine Laufrunde einzubauen. Jess. Her name is Lynn. Jessica und Lynn. Her name is Lynn. Ich kann sie immer noch retten, Jess.
Oh! Muss man dann nicht erstmal in der Kompressionskammer? Und es geht noch weiter, oder was? Jetzt kommt der Fahrstuhl runter. Natürlich, Freunde, natürlich. War doch klar. Sancti Sepulchi, Errungenschaft freigeschaltet, was immer das heißt. Na, dann lass mal hören. Trapped. I was never gonna get out. But now I knew it. At least I'd be there with her. Und sie ist schon längst wieder oben. Schon längst wieder zu Hause. Die haben gecheckt, Oni ist doch nicht schwanger und haben sie zurückgesetzt. Nächster Flieger nach Acapulco. Und wir hängen, wir machen hier die ganze Scheiße durch. Boah, ist auch schön. Wieso gibt's, wieso wohnen hier Leute? Ach, das wäre das doch viel mehr aus. Warum rumpelt die ganze Erde so? Hier höre ich das wenigstens nicht. Hallo? Was war das denn jetzt? You're not evil, Blake. Just confused. Ich sag ja, das sind immer Stimmen von außen. Da sind immer Stimmen von außen. Ich sag ja. Vielleicht sind wir wirklich gerade in so einem. Vielleicht sind wir gerade an dieser Wallrider-Maschine angeschlossen. Ja, so ein Typ mit Zweigenkopf, alles klar. Was ist mit euch, Freunde? Warum sitzt ihr hier? Warum ihr Zweige zwischen den Pimmels? Was ist da los? They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. I hoped I hadn't already? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Yeah. Oh, Spider-Man. Ich hoffte, ich hatte sie noch nicht gefunden. Verstehe ich nicht ganz. Weil er so verwirrt ist oder warum? Er hofft, er hat sie noch nicht gefunden. Okay, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Muss ich wirklich die Leiter wieder hoch oder habe ich irgendwas übersehen? Ich dachte, es geht hier weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, natürlich.